Ja, herzlich willkommen hier in Düsseldorf zur heutigen Pressekonferenz. Herzlich willkommen auch an Joshua Kimmich. Vielleicht zwei Informationen nochmal rückblickend zum Training, das heute Morgen stattgefunden hat. Sie haben es auch mitbekommen, alle Spieler waren mit auf dem Feld. Niklas Stark ebenfalls, hat auch das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden, hat dann auch schon individuell die ein oder andere Übung gemacht, auch mit einer Gesichtsmaske. Der Status bei ihm ist, dass von Tag zu Tag einfach geschaut wird in Abstimmung zwischen ihm, Trainer und natürlich der medizinischen Abteilung. Jonathan Tah ist nach der Laufeinheit, die er zu Beginn absolviert hat, dann auch nochmal eingestiegen, hat dann auch schon wieder individuell auch relativ intensiv trainiert, aber auch da muss man dann halt auch nochmal schauen, wie es weitergeht. Der hat leichte muskuläre Probleme. Aber widmen wir uns dem Jo Kimmich, der hier bei uns sitzt. Und Jo, Frage an dich. Die letzten beiden Länderspiele des Jahres stehen unmittelbar bevor. Ausgangslage ist auch bekannt. Was hast du dir persönlich vorgenommen und worauf können sich denn die Zuschauer einstellen und hoffentlich auch freuen, die jetzt hier nach Mönchengladbach und nach Frankfurt kommen werden? Vorgenommen haben wir uns natürlich zwei Siege. Das erste Spiel, ich glaube, wenn wir das gewinnen, sind wir dann schon qualifiziert. Weiß ich gar nicht ganz genau. Mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit. Im besten Fall, ja. Aber ja, das Ziel ist klar, 6 Punkte. Jan-Christian Müller, Ihre Fragen. Jan-Christian, du die Erste. Ja, Herr Kimmich, können Sie mal beschreiben, wie hat sich jetzt in dem Dreivierteljahr die Hierarchie in der Mannschaft zurechtgeruckelt? Wie hat sich das entwickelt und ja, welche Rolle nehmen Sie da ein? Ich finde schon, dass es so ist, dass jeder Einzelne mehr Verantwortung übernehmen muss, jeder Einzelne auch gefordert ist. Es war jetzt ja, sag ich mal, ein bisschen schade, dass wir immer mal wieder verletzte und kranke Spieler haben. Ansonsten denke ich, dass sich so eine Hierarchie immer auch mit den Spielen entwickelt. Ja, jeder Einzelne, der schon länger dabei ist, ist dann so ein bisschen geklettert, würde ich sagen, in Sachen Hierarchie. Bei mir persönlich natürlich auch. Ich war dann beim letzten Mal sogar Kapitän, was für mich was ganz Besonderes war. Von dem her merkt man dann natürlich schon, dass sag ich mal, die Verantwortung, die man selbst für das Team hat, größer wird. Eine Richter in der ersten Reihe, das Mikro bitte. Sie sind ja eigentlich auch Defensivspieler von Natur aus, jetzt auf der Sechserposition. In der Innenverteidigung gibt es durchaus Personalprobleme. Wie sehen Sie da die Situation momentan und was heißt es für Ihr Spiel, wenn hinter Ihnen dann vielleicht Konstellationen sind, die nicht so eingespielt sind? Ja, Sie haben es ja richtig gesagt, dass wir da immer gefühlt jetzt jemand anderen in der Innenverteidigung hatten. Jetzt ist der Emre auch noch gesperrt, der letztes Mal da gespielt hat. Trotzdem werden wir auch zum nächsten Spiel wieder zwei fitte Spieler dort haben. Jeder, der hier dabei ist, ist zu Recht dabei, hat die Qualität für uns in der Innenverteidigung zu spielen und mal schauen, wer fit ist bis zum nächsten Spiel. Christian Falk. Thema Einspielen. Zuletzt hast du mit Goretzka im Mittelfeld bei Bayern gespielt. Hilft es auch ein bisschen in der deutschen Nationalmannschaft, wo man jetzt wirklich versucht, dass man sich einspielt, obwohl viele fehlen? Und zweiter Teil der Frage, es gibt Gerüchte, dass Pep Guardiola im Sommer zurückkommen könnte. Du hast ihn erlebt, wie findest du die Idee? Also zum Ersten ist es natürlich schon so, dass wir hier beim DFB eine etwas andere Raumaufteilung haben wie bei Bayern. Gerade im Spielaufbau sind wir da ein bisschen anders positioniert. An sich spiele ich immer gerne mit Leon zusammen, egal ob hier oder bei Bayern. Es hilft natürlich immer, wenn man den Spieler kennt, wenn man seine Schwächen, seine Stärken kennt. Dann weiß man, wie man sich auch ergänzen kann. Aber ich würde schon sagen, dass es hier ja, ein bisschen ein anderes Spiel ist als bei Bayern, weil wir einfach eine andere Positionierung haben. Zu Pep Guardiola weiß ich jetzt nicht, wie realistisch das ist oder wie auch der Plan von Bayern München mit Hansi Flick ist. Erstmal hatte man ja so das Gefühl, dass nach der Länderspielpause ein neuer Trainer kommt. Jetzt haben wir beide Spiele gewonnen. Jetzt hört man, dass es bis zum Winter oder bis zum Sommer gehen wird. Wie da dann die Optionen sind, das muss dann der Verein entscheiden.
dafür sind wir Spieler ja nicht verantwortlich. Aber natürlich, ich kenne ihn, ich habe ihm ja viel zu verdanken. Er hat mich damals, sag ich mal, außer als Zweitligaspieler hat er mich in der Champions League, in der Bundesliga spielen lassen. Wir sind zusammen Doublesieger geworden und danach, nach dieser Saison, wurde ich dann auch Nationalspieler. Von dem her würde ich mich natürlich nicht dagegen wehren. Innenverteidiger. Als Innenverteidiger kann ich auch spielen. Jochen Stutzki, aber Uli, du hast dich vielleicht auch gerade als Trainername mit ins Spiel gebracht. Fertig? Die Nationalmannschaft zieht vielleicht nicht mehr so viele Zuschauer ins Stadion wie bisher. Mit Begründung, vielleicht finden Sie die Nationalelf sexy oder unsexy? Ich denke schon, dass die Nationalelf ein neues Gesicht bekommt. Ich glaube trotzdem, dass es mehrere Gründe hat. Natürlich in erster Linie sind immer wir dafür verantwortlich, ob die Zuschauer kommen oder nicht, ob wir sexy oder nicht so sexy spielen. Zum anderen finde ich schon die Anstoßzeiten relativ spät, also gerade für Familien, Kinder. Wenn ich mich da zurückerinnere, konnte ich eigentlich auch kaum ein Länderspiel sehen. Im Stadion war ich sowieso nicht als Kind dann bei einem Länderspiel. Das macht es natürlich auch nochmal schwieriger. Aber in erster Linie müssen wir natürlich gucken, dass die Leute ins Stadion kommen. Und das versuchen wir. Es ist nicht immer so einfach, weil natürlich schon ein gewisser Umbruch stattfindet. Wir jetzt auch nicht die Möglichkeit hatten, so wirklich eine Elf einzuspielen, weil wir dann immer wieder Ausfälle hatten. Trotzdem denke ich, dass ordentliche Ansätze zu erkennen sind. Wir hatten schon richtig, richtig gute Spiele. Wir hatten aber auch schon Spiele oder Halbzeiten, wo es noch nicht so gut ausgesehen hat. Und wir müssen es schaffen, da mehr Konstanz in unser Spiel zu bekommen. Und vielleicht jetzt auch mit den nächsten beiden Länderspielen zu zeigen, dass wir guten Fußball spielen können und dass alle, die zu Hause geblieben sind, das vielleicht auch ein Stück weit bereuen. Günther Klein. Joshua, Sie kennen den Timo Werner länger als jeder andere hier im Raum, weil Sie ja auch zusammen beim VfB Stuttgart in der Jugend waren, nur ein Jahr auseinander sind. Wie sehen Sie denn seine Entwicklung vor allem im Abschluss? Also er hat jetzt in der Bundesliga auch schon 11 Tore, ist im Grunde Robert Lewandowski auf den Fersen mit etwas Distanz. Was trauen Sie ihm zu, dass er erreichen kann? Und ist jetzt vielleicht eine Zeit angebrochen, in der Stürmer wieder höhere Torquoten erreichen können? Also, so wie Sie es richtig gesagt haben, ich kenne den Timo schon seitdem wir 12 sind, glaube ich. In jedem Jahr wurde er eigentlich Torschützenkönig, egal ob er in unserem Jahrgang mitgespielt hat, in seinem Jahrgang oder sogar zwei Jahrgänge höher. Auch heute noch ist es so, dass egal wo er spielt, er einfach immer bombt, immer Tore macht. Gerade hat er natürlich einen sensationellen Lauf, was man bei Timo auch sagen muss, neben seinen Toren, finde ich sehr beachtlich, wie viele Tore er auch noch vorbereitet. Das finde ich gerade für einen Stürmer fast schon untypisch, dass er da wirklich immer wieder das Auge für einen Mitspieler hat und auch damit einer Mannschaft sehr, sehr helfen kann. Jens Mende, erste Reihe. Herr Kimmich, die Mannschaft bereitet sich hier eine ganze Woche auf ein Spiel gegen Weißrussland vor. Ist das mitunter vielleicht sogar schwierig, irgendwie die Konzentration überhaupt hochzuhalten? Wir sind einmal froh, wenn wir ein paar Trainingseinheiten hier haben. In der Vergangenheit war es oftmals so, dass wir immer nur ein, zwei Trainingseinheiten hatten. Jetzt ist es mal so ein bisschen möglich, sag ich mal, sich auch mal auf dem Trainingsplatz kennenzulernen, weil zwischen den beiden Spielen, da wird natürlich auch nicht mehr viel trainiert. Die Spieler, die jetzt nicht gespielt haben, die trainieren etwas mehr, aber ich meine, als Mannschaft ist es dann schwieriger, da irgendwie mannschaftstaktische Dinge einzustudieren, und da haben wir jetzt ein bisschen länger Zeit, und von dem her ist das auch mal ganz gut, ganz egal, wer danach als Gegner kommt. Tobias Altscheffel, zweite Reihe hier auf der Seite, ja. Du hast ja einen sehr guten Kontakt zu Niklas Süle, hast nach dem Dortmund-Spiel auch was ganz Nettes über ihn gepostet. Kannst du mir sagen, wie geht's ihm, wie ist sein Heilungsverlauf und glaubst du denn, dass dieses Ziel von ihm, Europameisterschaft 2020,
eine realistische Chance besitzt, dass er das schaffen kann. Einfach, wie geht's, Niki? Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass er das bis zur EM schafft. Ich denke auch, dass das sein Ziel ist. Es ist ja immer, denke ich mal, gut, wenn man so eine Verletzung auch hat, dass man sich Ziele setzt, dass man weiß, für was man arbeitet. Gerade mental, muss ich sagen, macht er das echt ganz gut. Wir sehen ihn ab und zu am Trainingsgelände oder eigentlich jeden Tag. Er ist jeden Tag da zur Behandlung, ja, um auch zu arbeiten. Und man muss schon sagen, dass er für das, was ihm da passiert ist, ist er wirklich sehr, sehr positiv. Zum Heilungsverlauf selber kann ich natürlich nichts sagen. Ich bin kein Arzt, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob die EM möglich oder unmöglich ist. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. So, hallo erstmal Timo Werner und noch zwei Fragen an den Jo Kimmich. Dann bist du vorläufig zumindest hier bei der PK entlassen. Burkhard Hupe und Frank Hellmann. Ja, Joe, wir haben ja sehr viel auch noch im Nachklang über den Bundesliga-Gipfel vom letzten Samstag alle gesprochen, hat uns alle sehr bewegt. Wie sehr bewegt euch das denn noch, wenn du jetzt auf den Julian Brandt triffst oder auf den Schulz, redet ihr darüber oder ist es alles schon vergessen? Und zweite Teil der Frage, kannst du eigentlich einen FC Bayern ohne Uli Hoeneß vorstellen? Also zum ersten Teil, es war eigentlich wenig Thema, muss ich sagen. Mit Nico kurz und mit Julia habe ich auch ganz kurz darüber gesprochen. Ja, also was soll man darüber auch sagen? Für uns war es natürlich sehr, sehr positiv. Für Dortmund war es eher nix. aber ich denke, wir haben jetzt hier andere gemeinsame Ziele. Und zum FC Bayern, ja, ist natürlich schwierig. Er hat natürlich schon den Verein über sehr, sehr viele Jahre geprägt. Ja, dem Verein auch da dabei geholfen, da zu stehen, wo er jetzt ist. Aber es gibt natürlich auch immer eine Zeit danach, sowas bei jedem. So wird es wahrscheinlich irgendwann auch wieder sein. Aber im ersten Moment fehlt da natürlich auf jeden Fall was. Frank Hellmann. Vielleicht dann gleich eine Frage, die an beide geht. Sie waren ja beide bei der WM 2018 dabei. Man hat ja im Nachhinein gehört, so Grüppchenbildung, Klickenbildung eventuell, dass die Atmosphäre nicht die allerbeste war. Jetzt hat Oliver Bierhoff gestern betont, wie gut jetzt die Atmosphäre ist. Leon Goretzka hat hier vom kunterbunten Haufen gesprochen, der zusammen ist. Kimmich, was wird jetzt in der Mannschaft dafür getan, damit vielleicht diese Hierarchien nicht so stark sind wie 2018? Und auch Herr Werner, ist es wirklich jetzt so viel besser als im vergangenen Jahr? Für die Stimmung sind wir natürlich in erster Linie selbstverantwortlich. Ich habe momentan jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie Grüppchenbildung gibt, aber es ist natürlich schon so, dass man sich mit dem einen oder anderen besser versteht. Das ist ja bei Ihnen auf der Arbeit wahrscheinlich auch nicht anders. Ja, die Stimmung ist immer dann am besten, wenn wir Spiele gewinnen und dafür müssen wir jetzt sorgen. Ja, ich glaube, da gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, die Stimmung in der Mannschaft ist nicht schlecht. Wir haben auch jetzt keine explizite Tische-Aufteilung, wo man sagt, da ist der Bereich, sondern es ist auch bunt gemischt. Und ja, ich glaube, viele kennen sich von früher. Wir haben lange in der Jugend zusammengespielt, nicht nur mit Jo, sondern auch ja alle eigentlich. Wir sind alle im gleichen Alter und deswegen gibt es da keine Differenzen. Apropos Tisch, ich glaube, das war das Stichwort für Jo Kimmich. Du kannst dann schon gehen und einen Tisch reservieren, jetzt beim Mittagessen, das gleich anfängt. Dann vielen Dank an Joshua Kimmich und nochmal hallo. Und wir machen weiter mit Fragen gerne an den Timo Werner. Erik Monin. Timo, Oliver Bierhoff hat es angesprochen und Jogi Löw ja auch schon. Die Mannschaft ist durch die vielen verletzungsbedingten Ausfälle in der Entwicklung zurück. Wie kann man diesen Rückstand denn aufholen? Seid ihr da als Spieler einzeln mehr gefordert? Nimmt euch der Bundestrainer jetzt mehr in die Pflicht? Redet mehr mit euch? Macht intensivere Trainingseinheiten? Also wie funktioniert das? Ja gut, ich glaube, dass es jetzt gerade in der Nationalmannschaft extrem ist, wie viele Ausfälle wir haben. Aber ich glaube auch, dass es ähnlich ist wie im Verein. Wenn einer fehlt, der viel gespielt hat, oder wenn mehrere fehlen, die viel gespielt haben, müssen andere in die Position kommen. Und ich glaube, gerade hier in der Nationalmannschaft haben wir ja wirklich jetzt keine Probleme mit guten Spielern, sondern die ganze
Bundesliga ist voll mit guten deutschen A-Nationalspielern, im Ausland genauso. Und ja, wenn jetzt auf der einen oder anderen Position was fehlt, hatten wir schon immer gute Ersatzleute. Natürlich ist es jetzt ein bisschen ja, ein Nachteil, dass ja, der Großteil der eingespielten Mannschaft nicht da ist oder verletzungsbedingt ausfällt. Aber trotzdem, ich glaube, in der Nationalmannschaft sind immer sehr kurze Zeitabschnitte. Man kann nicht viel trainieren. Und deswegen müssen jetzt halt die, die spielen, so schnell wie möglich dann zusammenfinden und auch gut miteinander zusammenspielen. Und trotzdem, viele haben miteinander schon früher zusammengespielt. Ich glaube, man kennt sich schon lange jetzt untereinander und deswegen denke ich, dass es da auch keine Probleme gibt. Günther Klein. Timo, in der Statistik steht, Sie haben alle 81 Minuten ein Bundesligator erzielt. Glauben Sie, dass jetzt wieder eine Ära angebrochen ist im Fußball, in der Stürmer wieder höhere Torquoten liefern können? Siehe Robert Lewandowski und siehe auch Ihr Beispiel. Und glauben Sie, dass Sie dieses Rennen gegen den Stürmer aus München vielleicht sogar noch ein bisschen offen gestalten können? Ja, zur ersten Frage. Ich glaube, dass es jetzt gerade auch in der Bundesliga deutlich angestiegen ist mit den Toren. Ich glaube, dass die letzten Jahre, ja, wenn man sieht, wie viele letztes Jahr 17 oder 18 Tore hatten, das waren schon extrem viele Spiele. Und auch dieses Jahr wieder, wenn jetzt ich gucke, wie viele schon, was weiß ich, 5 oder 6 Tore haben in der Liga, das ist doch sehr gut. Und ich glaube, ja, dass wir Stürmer uns natürlich leicht tun, wenn der Fußball immer schneller wird und man offensiv spielt. Es gab mal eine Zeit lang in der Bundesliga, da hat eine untere Mannschaft gegen eine untere Mannschaft gespielt und beide sind nur hinten drin gestanden. Ich glaube, das ist jetzt wieder deutlich besser geworden. Viele Mannschaften wollen offensiver spielen, viele Mannschaften wollen wieder lieber 4-3 gewinnen als 1-0. Und ich glaube, das kommt uns Stürmer natürlich auch entgegen. Zur anderen Frage ist, ja, ziemlich schwer. Ich glaube, ja, wenn man 2 Tore schießt in Berlin und dann abends das Topspiel guckt und ja, man sozusagen vielleicht 3 oder 4 Tore Abstand hat zu Robert und guckt dann am Tag danach und er hat 2 Tore wieder gegen Dortmund geschossen, gegen wen soll er dann mal kein Tor schießen, frage ich mich. Und ja, wird sehr schwer. Ich glaube, was er gerade im Moment abliefert, ist ja, weltweit, glaube ich, vielleicht mit 1-2 Leuten zu vergleichen. Und das ist eine Kategorie, die dann schon zu Ronaldo oder Messi zählen. Jens Mende. Herr Werner, Ihr Kollege Joe Kimmich wusste nicht genau, ob ein Sieg am Samstag schon reicht, um sich zu qualifizieren. Gibt es bei der Mannschaft nochmal so eine kleine Rechenschulung, welche Möglichkeiten es gibt, um sich die Punkte zu holen für die Qualifikation? Also meine Information ist so, dass wenn wir gewinnen, dass wir dann durch sind. Noch nicht ganz? Da muss Niederlande auch gewinnen, oder wie? Ja gut, aber... oder unentschieden. Ja, ich glaube, das werden sie schon schaffen. Die spielen daheim. Auch nicht? Auch nicht. Ja gut, dann müssen wir doch lieber nochmal rechnen. Das ist besser. Nein, aber ich denke, wenn wir am Wochenende gewinnen, dann ist ein großer Schritt getan. Wir wollen natürlich auf keinen anderen schauen, wir wollen unser Spiel gewinnen. Wenn es am Ende dabei rauskommt, dass wir dann schon weiter sind, umso besser. Wenn es dann erst am Dienstag passiert, dann gewinnen wir halt am Dienstag hoffentlich auch und machen es dann sicher. Burkhard Hupe. Timo, ich würde gerne nochmal die Torjäger-Thematik aufgreifen. Jetzt haben Sie ja auch schon Phasen erlebt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Auch in dieser Saison lief ja nicht alles immer so nach Plan. Haben Sie für sich selbst eigentlich so ein Modul gefunden, das Sie benutzen können, um aus diesen schöpferischen Krisen wieder rauszufinden? Oder machen Sie jetzt oder können Sie jetzt etwas anders machen als beispielsweise noch vor einem halben Jahr? Ja, ich denke, bei uns Stürmern ist es ja das Extrembeispiel. Ich glaube, wenn man jetzt mal ja, Robert Lewandowski weglässt, gibt es keinen Stürmer, der fast jedes Spiel trifft. Ich glaube, ich habe jetzt auch 11 Spiele, 11 Tore, aber es war jetzt nie so, dass ich ja, jedes Spiel getroffen habe, sondern da war mal ein Doppelpack dabei, mal ein Hattrick und dann waren 1-2 Spiele wieder zwischendrin, wo ich nicht getroffen habe, mal 4 sogar. Also ich denke,
bei uns Stürmern geht es relativ schnell. Man ist, wenn man 2-3 Spiele lang nicht trifft, vor allem wenn man bei einer Mannschaft spielt, die sehr hohe Ambitionen hat, relativ schnell dann auch im Fokus, warum man nicht trifft, und wird dann einem eine Krise angedichtet. Aber andersrum geht es auch wieder ganz schnell. Ich glaube, jetzt habe ich 2 Spiele getroffen. Dann ist plötzlich wieder der Torjäger da. Aber es geht nicht so einfach, wie man es dann immer so schreibt oder auch liest, weil ich glaube, wir sind immer noch alles Fußballer, und ich glaube, das Schwerste im Fußball ist, Tore zu schießen, und natürlich sind wir Stürmer dafür da, aber ich glaube, es ist nicht immer so einfach, wie es aussieht, zu sagen, okay, man trifft jetzt jedes Spiel, sondern gerade auch in der Bundesliga haben wir schon viele Mannschaften, die sehr gut verteidigen können, und deswegen darf man sich einfach nicht zu viel im Kopf machen, sondern wenn man sich in den Sachen zu verrückt macht, glaube ich, klappt es doppelt nicht. Und das ist, glaube ich, gerade das Gute bei mir, dass ich mir einfach nicht so viele Gedanken mache und einfach rausgehe und gucke, was dabei rauskommt. Jörg Soltwisch. In der Mitte, am Rand, ja. Herr Werner, Ihr Spiel scheint unter Julian Nagelsmann ein bisschen variabler zu sein. Sie bewegen sich ein bisschen mehr in den Räumen, vielleicht ein bisschen wie Marco Reus. Können Sie mal sagen, wie der Prozess war, was er Ihnen mit auf den Weg gegeben hat? Ja, also bevor Julian überhaupt unser Trainer wurde, hatte ich natürlich schon mit ihm leichten Kontakt, und er hat mir schon ein bisschen angedeutet, was ich dann für eine Rolle einnehmen soll, wenn ich dann auch in Leipzig bleibe, was natürlich dann auch ausschlaggebend dafür war. Er hat gesagt, dass ich unter ihm nicht nur oder fast seltener Stürmer spielen werde, sondern eher dann auch auf einer hängenden Position, also auch A10er, so wie ich es dann jetzt auch schon häufig gespielt habe. Und ich glaube, das hat mich dann auch einfach gereizt, mich nicht nur in einem Bereich weiterzuentwickeln, den ich bei RB eigentlich jetzt schon sehr gut gelernt habe im Umschaltspiel, sondern auch einfach gegen tiefstehende Mannschaften mich zu verbessern. Und ich glaube, dass es dieses Jahr, vor allem wenn wir jetzt gucken, gegen tiefstehende Mannschaften immer besser klappt, ich auch immer zu immer mehr Torschüssen komme, gerade auch gegen tiefstehende Mannschaften auch viele Tore jetzt auch geschossen habe. Und deswegen sieht man da schon, dass dieser Input, den er mir gegeben hat und den er mir auch einfach vermittelt hat, Räume zu sehen und Räume besser zu interpretieren, dass das schon was gebracht hat. So, die zwei letzten Fragen. Julia Büchler, die vorletzte. Ja, Timo, wie viele Tore wollen Sie denn gegen Weißrussland schießen, und was wissen Sie über den Gegner? Ja gut, gegen Weißrussland haben wir ja schon mal gespielt. Ich glaube, wir wissen, dass da sehr körperbetont zur Sache gehen wird. Die werden natürlich jetzt nicht die beste fußballerische Mannschaft, vielleicht so wie Holland oder andere Top-Nationen, aber die werden natürlich über ins Umschaltspiel kommen, über ihre Power, die sie haben. Und am besten, wenn wir hoch gewinnen, würde ich natürlich gerne 1-2 Tore schießen, aber das ist Wunschvorstellung. Ich glaube, man muss immer spielen. Das Hinspiel waren auch 2-0, glaube ich. Das war auch sehr harte Arbeit, und ich glaube, dass es uns jetzt auch wieder erwartet. Wir spielen daheim, wir wollen natürlich von Anfang an zeigen, dass wir das Spiel auch gewinnen wollen, aber man kann jetzt nicht erwarten, auch gegen Weißrussland, dass wir jetzt 5-6-0 gewinnen, sondern das ist auch eine sehr gute Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann, und deswegen wollen wir natürlich das Spiel gewinnen. Wir sind klar die bessere Mannschaft, und das wollen wir von Anfang an zeigen. Die letzte Frage kommt von Markus Selige. Herr Werner, der Jo Kimmich saß vorhin auf dem Podium. Sie kennen sich sehr lange aus der Stuttgarter Jugend. Sie haben quasi den ähnlichen Karriereweg gemacht über Leipzig. Gibt es da mal von ihm oder vielleicht sogar von Ihnen, Flachsee, bald München? Und was spricht dagegen, dass Sie sich da bald wieder auf Vereinsebene treffen? Weil das der einzige Verein ist, wo Sie noch nicht zusammen gespielt haben, beziehungsweise die gleiche Vergangenheit zumindest haben. Wir unterhalten uns darüber eigentlich gar nicht. Das war jetzt auch rein Zufall, dass ich jetzt nach Leipzig gegangen bin, wo er dann war. Ich mache jetzt nicht alles nach, was der Jo macht, wenn der dann irgendwann zu Real Madrid, dass ich dann auch vorhabe, zu Real zu gehen, sondern Leipzig war für mich der perfekte Schritt, ich glaube genauso wie für ihn. Er hat dann aber auch relativ früh den Schritt zu München gemacht, was für ihn dann auch ein guter Schritt war. Und jetzt bin ich immer noch Spieler von Leipzig,
Das war für mich, stand letztes Jahr auch der richtige Schritt, dort zu bleiben. Und genau, was die Zukunft bringt, das steht in den Sternen. Aber ich bin jetzt nicht da hinterher, Jo Kimmich nachzueifern und dort überall hinzugehen, wo er ist. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Vielen Dank, Timo Werner. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen, für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag hier in Düsseldorf und wir sehen uns dann morgen wieder, zunächst hier bei der Pressekonferenz. Uhrzeit und Teilnehmer, Bundestrainer wird kommen und ein Spieler. Und welcher Spieler, das werden wir noch mitteilen. Und möglicherweise sind wir ein bisschen früher als 12:30 dran morgen. Aber das werden wir nochmal kommunizieren. Dann Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.